Ich glaube, ich werde langsam verrückt, Leute. Ich glaube, man sollte mich einsperren. Ich will doch nur spielen. Nur spielen. Nur spielen. Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Ich habe mir heute etwas sehr, sehr Schönes ausgesucht. Auch wieder ein Simulator. Ihr seht jetzt schon ein bisschen was davon. Ist auch genauso vielversprechend wie das, was ihr seht. Denn wir spielen heute den weißen Box-Simulator. Das wird wie immer ein Zusammenschnitt. Wenn euch das gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ja, dann legen wir los. Ich habe keine Ahnung. Okay, das Game hält auf jeden Fall die Versprechung, die es mir gegeben hat. Wir können laufen. Wir können springen. In allen guten Spielen kann man springen. Okay, dann würde ich mal sagen, wir entdecken diese Box. Jetzt können wir schlagen oder so. Vielleicht auch nur schmusen. Nasen, Knospen. Ein bisschen benutzen. Es riecht nach Leber. Frischer Leber. Also das Game hat definitiv Potenzial, irgendwie so einen Massenpsychopathen aus einem zu machen, aber über das Stadium bin ich ja schon weit hinaus und damit kenne ich mich sehr gut aus, von daher würde ich jetzt erstmal sagen, wir machen das. Oh Gott, mein Headset geht aus. Mein Headset geht aus. Mein Headset geht aus. Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, wir machen jetzt das, was das Game will, dass wir machen. Und zwar gehen wir in das Game ran wie ein Psychopath. Los geht's. Hallo, hallo, hallo Raum. Oh, ich liebe die Landschaft hier, ich liebe die Landschaft. Was ist das? Das ist eine Ecke. Ich nenne dich Billy. Billy, du bist mein Freund. Billy, okay, bleib hier, Billy. Ich gehe kurz zum Nachbarn, okay? Okay, Billy, okay, warte, komm runter. Hallo, okay. Und du bist Edna. Du bist Edna und du bist Billy. Und Billy, wie findest du Edna? Ja, ich mag Billy, aber ich glaube, Billy mag mich nicht. Billy, hast du das gehört? Ich glaube, Edna mag dich. Wie, du magst Edna nicht. Okay? Aber ich frage einfach mal deinen besten Freund. Ich geh zu Roger. Hallo, Roger. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht's dir? Hey, mir geht's gut, Roger. Mir geht's gut. Ich glaube, Billy mag Edna nicht. Was sagst du dazu? Ey, soll sie mögen. Sonst komm ich rüber. Okay, ich sag's ihm. Billy. Roger hat gesagt, du sollst Edna mögen. Okay, ich sag's Edna. Hallo Edna. Hallo. Wie geht's dir? Gut, und dir? Mir geht's auch gut. Alter, ich kann nicht mehr. Das ist zu viel. Ich krieg gerade selber einen kleinen Panikanfall, dass ich das so problemlos durchziehen kann. Ich muss mich untersuchen lassen. Oma, ich schwöre dir, ich glaube, ich bin krank oder so. Vielleicht bin ich aber auch nur manchmal einsam und ihr habt gerade meine besten Freunde kennengelernt. Dann müssen wir jetzt mal ehrlich sein und müssen uns mal eingestehen, dass wir definitiv noch ein kleines Cardio-Workout natürlich machen müssen. Denn das sollte immer das erste sein, der erste Go-To, wenn man natürlich in einer Zelle ist zum Beispiel. Also je nachdem, wenn ihr mal in den Knast kommen sollte, Tipps vom Meister persönlich, direkt mal Cardio. Zack, zack, Ausdauer so im kleinen Raum. Das heißt, wir machen jetzt erstmal unsere Rounds. Kein Sport, wenn man krank ist. So, jetzt machen wir erstmal, okay. Ein bisschen Stretching. Einmal das Bein nach vorne. Eins, zwei, drei. Und dann wieder nach hinten. Okay. Nochmal den und nochmal. Zweites Bein nach vorne. Jetzt müssen wir noch unseren Buttocks, den Buttocks, der immer so unten ist. Der Buttocks, ne? Der Buttocks, das ist so wie so ein Kügelchen. Ein Kügelchen, ein rundes Kügelchen unten. Nicht den Arsch, das ist so ein Muskel unter dem Hintern. Also nicht, dass jetzt nicht mit dem Hintern reden. Ihr perversen Schweine. Ich denke noch den ganzen Tag nur an irgendeinen Käse. Was ist ein Käse? Wir trainieren jetzt den Buttocks. Eins, zwei, drei und.
Ganze kann man natürlich auch machen mit so einem gewissen Musik Unterlegung, also sowas wie Jump, Jump, die neue deutsche Welle, Jump, Jump, FMIR, Jump, Jump, DJ Tommy kommt, Jump, Jump, Berlin, Berlin. Also nur das Beispiel, ne? Man kann es auch variieren zu Give me one moment in time when I'm ready. Oh, ich habe mich einmal zu viel gesprungen. Nee, so geht's nicht, Leute. So geht's nicht. Nicht aus dem Takt, nicht mit mir. Eichhörnchen? Eichhörnchen. Nächstes Mal, wenn ihr in der Gummizelle seid, wisst ihr auf jeden Fall schon, was ihr zu tun habt. Also, ich geh mal durch die Schritte durch mit euch zusammen. Also, wenn ihr in der Zwangsjacke steckt, dann müsst ihr natürlich erstmal rauskommen. Siehst du was, Billy? Nur für dich, Billy! Nur für dich! So ein Spaß. So, wenn ihr dann aus der Zwangsjacke raus seid, dann müsst ihr euch in die Ecke setzen. So. Und dann natürlich erstmal wieder den Buttocks trainieren. Macht ihr dann immer beim Hochspringen. Mit den Schultern. Nochmal. Hä? Oh, jetzt bin ich hochgesprungen. Das war wieder scheiße. Das war scheiße. Wenn ihr was falsch gemacht habt, das ist immer so ein Zwischenschritt, dann müsst ihr auf jeden Fall erstmal Kevin anrufen. Eine Sekunde bitte. Guten Tag, Kevin. Ja, ich habe etwas. Kevin, höre mir. Kevin. Nicht jetzt. Ich schwöre dir, da gucken Leute zu, die hassen mich sonst. Du machst so peinlich, machst du vor allem, machst du. Was so wie damals, die Hose nicht, ne? Ja, ich vergesse die Hose. Arsch doch, Junge. Kann ich nichts für. Ich hab mega Hunger. Reden wir nicht. Nee, ich möchte nicht. Nein, ich habe. Hör mir. Ich schwöre dir. Ich tanze nicht mehr mit dir. Ja, kein Rodeo-Tanz mehr, Kevin. Nein. So, und dann sind wir schon natürlich bei Schritt 3. Wenn wir natürlich auch unsere Fehler ausgebessert haben, dann heißt es, wir können endlich glücklich in diesem Raum sterben. Mehr nicht. Was? Das Ende. Das Ende. Ficky, ficky. So, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, wenn euch der beste Simulator aller Zeiten gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen oder eben auch dieses Video. Wenn ihr unbedingt mal, Entschuldigung, wenn ihr unbedingt auch mal in die Klapsmühle wollt, ist der Link zu diesem wunderbaren Whitebox-Simulator natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne konstruktive Kritik in die Kommentare schreiben. Das Video heute ist ein bisschen später gekommen, dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen, weil heute, für die Leute auf Twitter, die haben es sicherlich gemerkt, weil mein fucking Bildschirm einfach zerbröselt ist, weil ich wollte eigentlich heute den Walking-Simulator spielen. Wenn der sich jedoch öffnet, krepiert alles. Mir ist wahrscheinlich ein Virus eingefangen oder so. Auf jeden Fall ist mein Bildschirm komplett hinüber. Der geht nicht mehr an. Das ist einfach down. Deswegen kam das Video heute ein bisschen später. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und freue mich auf Daumen, wenn ihr die da lassen würdet. Das wäre sehr süß. Tschüss!